Rund 30 Autos werden täglich allein in Berlin und Brandenburg geklaut. Die meisten der Wagen werden gen Osten geschmuggelt. Um der Kriminalität Herr zu werden, wurde eigens die Soko-Grenze gegründet. Hier bei einem Großeinsatz auf der A15. Ein erster Fahndungserfolg in einem polnischen Bus. Diese Person hier? Sie. Und diese Person hier? Sie. Die sind zur Festnahme ausgeschrieben in Deutschland. Die sind gesucht in Deutschland. Und zwar einmal wegen Steuerhinterziehung und einmal wegen der Strafvollstreckung, weiß ich nicht wie viel. Ja? Sie und Sie, steigen jetzt bitte aus. Zunächst wird das Gepäck des Steuerhinterziehers durchsucht. Doch statt Geld oder Diebesgut finden sich nur ein paar Kochtöpfe. Ich habe nachher die Möglichkeit zu telefonieren, dass jemand das Geld vorbeibringt. Wenn das nicht beibringen können, sie dann nach Duben ziehen, die Haftanstalt. Nebenan fällt den Beamten ein verdächtiges Fahrzeug auf. Am Steuer des Renaults saß ein junger Pole, der kein Deutsch spricht. Laut Kennzeichen stammt der Wagen aber aus Bayern. Können Sie mal fragen, was hier gerade los ist? Eigentlich ganz normale Kontrolle zu dem Fahrzeug jetzt. Ist der Wagen geklaut? Ja, da haben wir noch keine Erkenntnisse. Wird geprüft. Dass mit dem Wagen etwas nicht stimmt, zeigt sich an der Fahrertür. Das Schloss ist durchstochen. Eine typische Vorgehensweise der Autodiebe. So, 8 rein fixieren, ja. Inzwischen konnte auch per Funkabfrage geklärt werden, was es mit dem Wagen auf sich hat. Halter dieses Fahrzeugs ist eine bayerische Firma. Diese bayerische Firma rief den Fahrzeugnutzer an. Der Fahrzeugnutzer wohnt in Berlin und der hatte den Diebstahl bis dato, also bis eben vor 5 Minuten noch nicht bemerkt. Das heißt also, das Fahrzeug ist wirklich frisch entwendet und ist noch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Ob der Mann den Wagen auch gestohlen hat oder nur der Kurier ist, bleibt unklar. Die Automafia geht arbeitsteilig vor. Im Grenzgebiet zu Tschechien kämpfen Polizisten beider Seiten gegen die organisierte Drogenkriminalität. So wie hier, irgendwo in Tschechien. Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei verhaften einen Verdächtigen. Er soll Crystal im großen Stil hergestellt und anschließend verkauft haben. Monatelang waren die Ermittler ihm auf den Fersen. Vorläufiges Ende einer kriminellen Karriere. Rund 400 Drogenküchen konnten tschechische Fahnder im vergangenen Jahr ausheben. Was dilettantisch aussieht, ist in Wahrheit ein riesiges Geschäft. Das kristalline Endprodukt gab der Droge den Namen und kann schon nach der ersten Einnahme zur Abhängigkeit führen. Dieser Anteil von Laboren, in denen mehr als 1 Kilogramm Crystal hergestellt werden kann, steigt stark. Und dann ist das schon eine Frage der organisierten Kriminalität. Es sind sowohl tschechische kriminelle Gruppen, die den Export nach Westen unter sich aufteilen, als auch vietnamesische Gruppen. Über die Vietnamesenmärkte nahe der Grenze gelangt die Droge, die in Tschechien Pervitin genannt wird, an deutsche Abnehmer. Doch es gibt nicht nur professionelle Labore. Ludwig und Shimi sind seit vielen Jahren Crystal-Konsumenten. Sie kochen seit fast 10 Jahren ihren eigenen Stoff in der heimischen Küche. Der Verfolgungsdruck durch die Polizei ist gering, weil sie nur für sich und Freunde produzieren. Beide saßen wegen Drogen- und Gewaltdelikten mehrfach im Gefängnis, in Tschechien und auch in Deutschland. Aus frei verkäuflichen Schmerztabletten, die zumeist aus Polen stammen, gewinnt Ludwig den Crystal-Grundstoff Ephedrin oder Pseudoephedrin. Knapp 3,5 Stunden dauert die stinkende Prozedur, bei der zuweilen Genauigkeit gefragt ist.
Die Temperatur ist sehr wichtig. Ich erhitze das jetzt auf 127 Grad. Wenn es heißer wird, dann wirkt das Crystal schnell halluzinogen. Und das möchte ich nicht. Dass sie noch leben, grenzt an ein Wunder. Essen wird auf dem Herd schon lange nicht mehr zubereitet. Im letzten Arbeitsschritt werden die Kristalle aus der Auflaufform gekratzt. Das ist das Endprodukt. Das kann man schnupfen oder trinken. Und man kann es sich auch spritzen, was ich für die reinste Methode halte. 3,5 Stunden Arbeit für den ultimativen Kick. Am Abend will Chimi noch Altmetall sammeln, damit er die nächste Packung Schmerztabletten besorgen kann. In der Apotheke bekommt er keine mehr, seitdem Tschechien ein Ephedrin-Register eingeführt hat. Dann, nachdem Ludwig zur Sicherheit seinen Freund beobachtete, spritzt auch er. Zurück zur Luftgrenze im Freistaat. Nadelöhr für menschliche Flüchtlingsfracht und Drehscheibe im gewissenlosen Geschäft mit Leid und Verzweiflung. Eine extra bestellte Dolmetscherin hilft bei der Befragung der über Athen geschleusten Afghanin. Rekonstruktion eines Martyriums. Sie mussten ihr Grundstück verkaufen in ihrem Heimatland. Und sie sagt, insgesamt für die Familie über 80.000 Dollar wurde ausgegeben für die Schleusung. Und es war so, dass ein Schleuser mit ihrem Geld, also mit dem Geld von ihnen abgehauen ist, verschwunden ist. Heute ist es 15. Mal, dass sie versucht hat, aus Griechenland auszureisen. Und sie sagt, sie hatte Glück, dass es bei ihr nur 3 Monate gedauert hat, weil es noch welche gibt, die schon dort 2 bis 3 Jahre leben. Nach monatelanger Odyssee kommt die angeblich erst 16-Jährige schließlich in den Genuss deutscher Rechtsstaatlichkeit. Wir bringen sie jetzt zur S-Bahn, damit sie mit der S-Bahn in die Stadt reinfahren kann, um sich dann dort bei der Anlaufstelle zu melden. Okay, good luck. Bye bye. Thank you. Welcome. Mittlerweile soll sie weitergereist sein nach Schweden. Speerspitze der Bundespolizei München im Kampf gegen die Hintermänner des transnationalen Menschenhandels ist die Abteilung Kriminalitätsbekämpfung, kurz KB. Wichtigstes Werkzeug der Ermittler, die Telefonüberwachung. Es gibt Ermittlungsverfahren, da wird ganz offen über Schleusungen gesprochen, ist aber leider nicht immer der Fall. Sehr, sehr häufig wird eben legendiert gesprochen von den Leuten. Also da wird nicht von zu Schleusenden gesprochen, sondern man spricht beispielsweise von Teppichen, ja, die rüberkommen sollen, die geholt werden sollten. Zum ersten Mal bekommt ein Kamerateam Zugang zum operativen Zentrum der Spezialisten der KB, in denen die Fäden im Krieg gegen die organisierte Kriminalität zusammenlaufen. Das war ein Fall in Rosenheim. Da haben wir 5 Handys gefunden. Eine Auswertung hat hier mehrere tausend Ergebnisse gebracht. Diese Datenflut kann man nicht mehr händisch auswerten. Ja. Da bedienen wir uns hier in einem anderen Programm, wo wir das grafisch darstellen können, das uns Schnittmengen aufzeigt. Da die Menschenhändler von verschiedenen Ländern aus arbeitsteilig agieren, ist das Sichtbarmachen von verborgenen Strukturen sehr aufwendig. Was für uns als allererstes interessant wird, das sind Nummern, die sowohl bei Handys der Geschleusten als auch der Schleuser im Telefonbuch gespeichert waren. Da vermuten wir eine höhere Ebene der Organisation dahinter. Mithilfe moderner Technik entstehen nach der Auswertung der Täterkommunikation manchmal hochkomplexe Netzwerke des Bösen. Also was wir hier sehen, ist ein sogenannter Chart. Das ist ein Ermittlungsverfahren, das noch läuft. Ja, da ist noch einiges zu ermitteln. Ausgangspunkt dieser Tat war eine Behältnisschleusung, eine Schleusung in einer Kiste aus dem Bereich Rosenheim. Dass bei den teilweise lebensgefährlichen Transporten immer wieder Flüchtlinge sterben, ist den Hintermännern egal. Für sie geht es um viel Geld. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei Verfahren, die eine Dimension haben, in etwa wie dieses Ermittlungsverfahren, das wir hier kurz skizziert haben, dass da schon riesige Geldbeträge in den Organisationen hängen bleiben. Und da kann man schon von mehreren 100.000 Euro ausgehen.